Führerschein zur Wunschverwirklichung. In jedem von uns schlummern Kräfte und Fähigkeiten, von denen die meisten nicht einmal zu träumen wagen. Das Ausmaß der latenten Talente ist weitaus größer, als man bisher ahnte. Und der menschliche Geist ist erst zu einem ganz geringen Teil entfaltet. Aber mit dem Geist ist es wie mit einem Fallschirm. Er nützt nur etwas, wenn er sich entfaltet. Ungeahnte Möglichkeiten haben wir noch gar nicht genutzt, weil wir sie noch gar nicht bemerkt haben. In Wirklichkeit können wir alle zaubern. Und jeder unserer Gedanken verändert die Welt, auch wenn wir das nicht immer gleich erkennen können. Ihnen ist hier Unglaubliches anvertraut. Sie haben die Macht, die stärkste Kraft des Universums, die schöpferische Urkraft, beliebig in Tätigkeit zu setzen und hervorzubringen, was immer Sie wollen. Machen Sie sich einmal bewusst, Realität geschieht nicht einfach. Sie muss verursacht werden. Das geschieht durch zielgerichtete Energie. Gedanken, Gefühle, Ihre Vorstellungen und Ihre Überzeugungen sind wirklichkeitsschaffende Energien. Jeder schafft sich so seine Welt selbst. Aktiv durch Setzen von Ursachen und passiv durch sein So-Sein. Und alles in dieser Welt gehorcht dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Jeder Wirkung muss eine entsprechende Ursache vorausgegangen sein, sonst wäre sie nicht Erfolg. Wenn Sie eine bestimmte Ursache setzen, können Sie die entsprechende Wirkung nicht mehr vermeiden. Entscheidend ist, womit Sie Ihr Bewusstsein erfüllen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit vorwiegend gerichtet halten, auf den erlebten Mangel oder die erfolgte Erfüllung. Schon am Start stehen so Gewinner und Verlierer bereits fest durch die bisher bewusst oder unbewusst gesetzten Ursachen. Der Schlüssel ist das bewusste Richten Ihres Schicksal-Auswahlempfängers Aufmerksamkeit. Es ist wie das Wählen eines Fernsehprogrammes. Auf dem Bildschirm Realität kann nur das gewählte Programm erscheinen, obwohl alle anderen Programme ebenfalls möglich wären. Und Sie nehmen das gewünschte Programm geistig in Besitz, indem Sie sich in der Erfüllung erleben, bis Sie ein starkes Gefühl der Freude und Dankbarkeit erfüllt, als Auftragsbestätigung des Lebens, dass Ihr Auftrag angenommen, bereits in Arbeit ist und in Kürze als Ihre erlebte Realität in Erscheinung tritt. Sie können alles vom Leben haben, indem Sie fühlen, dass es ist, und werden so zum Bauherrn der Realität. Unerwünschte Energien wie Sorgen, Ärger, Aggressionen, Stress und so weiter sollten Sie sofort umwandeln, bevor sie sich als unerwünschte Ereignisse manifestieren. Sie können jederzeit Ihr ganzes Leben ändern, einfach indem Sie eine andere Ursache setzen. Bleiben Sie in der Energie der Erfüllung, bis das Gewünschte als Ihre Realität in Erscheinung tritt. Und alles beginnt immer mit dem letzten Schritt. Erst gewinnen, dann beginnen. Dann können Sie Ihr Ziel nicht mehr verfehlen und erreichen, was immer Sie wollen. Im gleichen Augenblick, in dem Sie Ihre
energetische Signatur ändern, beginnt sich ihr Leben entsprechend zu verändern. Das ist ihr Schlüssel zur Macht. Der Macht, ihr ganzes Leben zu verändern, ihr Schicksal zu bestimmen. Wichtig dabei ist auch ihr Glaube. Denn sie können nur in ihr Leben ziehen, was innerhalb ihrer Glaubensgrenze liegt. Also ihr So-Sein, ihre energetische Signatur in Verbindung mit einem starken Gefühl und ihrem Glauben verursachen, bestimmen ihr Schicksal. Der wichtigste Schlüssel ist ihr Bewusstsein. Denn die Veränderung der Umstände wird im Bewusstsein geschaffen. Nur Bewusstsein besitzt die Fähigkeit, etwas in Erscheinung zu rufen, es aus dem Nichts zu manifestieren. Zu Bewusstsein kommen, das Erwachen zu sich selbst, ist das Wiedereintreten in die Vollmacht zur Allmacht. Solange sie noch in der Illusion des Ich leben, in der Identifikation mit dem Körper, dem Verstand und ihrer Persönlichkeit, solange sind sie nicht in der Vollmacht. Bewusstsein ist nicht ein Teil des Menschen. Das sind sie wirklich. Sich also nicht nur bewusst machen, dass sie das sind, sondern fühlen, dass sie das sind. Es ist nur ein Schritt, der entscheidet, ob sie erfolgreich manifestieren oder etwas tun, das nur so aussieht. Erst wenn sie wieder bei Bewusstsein sind, sind sie in der Schöpfungsvollmacht. Das Erwachen zu sich selbst ist der Schlüssel, das Wiedereintreten in die Vollmacht. Ein anderer Schlüssel, um vom Leben zu bekommen, was immer sie wollen, ist das bewusste Abziehen der Aufmerksamkeit von dem, was nicht sein soll, und das bewusste Richten und gerichtet Halten auf das, was sein soll. Die Aufmerksamkeit, ihren Schicksal-Auswahlempfänger, also nicht auf den Mangel richten, sondern auf das Gewünschte, auf den erfolgten Erfolg. Machen Sie sich einmal bewusst, wie lange Sie brauchen, um Ihren Schicksal-Auswahlempfänger Aufmerksamkeit neu auszurichten. Ungefähr so lange, wie Sie brauchen, ein anderes Fernsehprogramm zu wählen. Eine Sekunde, indem Sie die Richtung Ihrer Aufmerksamkeit ändern, ändert sich Ihr ganzes Leben und Sie ziehen magnetisch an, worauf sie ihre Aufmerksamkeit gerichtet halten. Ein wichtiger Schlüssel sind auch ihre Gefühle. Ihr Zauberstab Gedankenkraft gibt der Zukunft die gewünschte Form. Aber die Kraft der Verwirklichung liegt in ihrem begleitenden Gefühl. Dabei sind die Gedanken und ihre Vorstellungen ein wichtiges Werkzeug der Schöpferkraft. Aber die Kraft der Verwirklichung liegt in ihren Gefühlen. Optimieren Sie daher Ihr Gefühl in Verbindung mit dem Gewünschten und Sie werden es schnell und zuverlässig in Erscheinung rufen. Sie können vom Leben alles haben, indem Sie fühlen, dass es ist. Sie sind der Schöpfer und das Gefühl ist Ihr Schöpfungsinstrument. Besonders hilfreich ist ein Gefühl der Dankbarkeit. Denn die gefühlte Dankbarkeit zeigt, dass Sie bereits erhalten haben, dass es geschehen ist und Sie zuverlässig in Ihr Leben, wofür Sie dankbar sind. Zu danken, dass Ihre Bitte erhört ist und erfüllt wurde, ist die Energie, die es verwirklicht. In die Energie gehen, es ist vollbracht.
und diese Energie halten, bis das Gewünschte zur Realität geworden ist. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Energie kommt zu Ihnen zurück als Ereignis, als Situation, als Lebensumstand. Und natürlich kann ein negativer Gedanke, ein negatives Gefühl, eine negative Energie nur ein negatives Ereignis herbeiführen. Ebenso zuverlässig wie ein positiver Gedanke, ein positives Gefühl oder eine positive Energie ein positives Ereignis verursachen. Das gilt besonders für so starke Energien wie Ärger, Stress, Angst, Sorgen, Aggressionen und so weiter. Sie sollten daher solche unerwünschten Energien auflösen, bevor sie als unerwünschte Ereignisse in Erscheinung treten können. Mit Ihrem So-Sein wählen Sie und im Spiegel der Lebensumstände sehen Sie, was Sie so gewählt haben. Und wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie Ihr So-Sein ändern. Denn das ist Ihr Dauerauftrag an das Leben, Ihnen ständig entsprechende Ereignisse zu schicken. Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben ist ein sichtbares Spiegelbild Ihres So-Seins. Ihre Gesundheit ebenso wie Ihr Erfolg, Ihr Wohlstand und Ihre Beziehung. Sie bekommen nicht das, was Sie haben wollen, sondern nur das, was Sie sind. Sie wählen, indem Sie sich in der Erfüllung erleben. Damit gehen Sie in die Schwingung des Gewünschten. Sie wird Teil Ihrer energetischen Signatur und macht Sie magnetisch für die Erfüllung. Es ist unvernünftig zu glauben, dass Sie bleiben können, wie Sie sind, sich weiter so zu verhalten, wie Sie sich verhalten, aber dass die Folgen sich ändern. Wer etwas ändern will, muss sich ändern. Das Leben ist ein Spiegelbild Ihres So-Seins und kann sich nur ändern, wenn sich das So-Sein ändert. Wenn Sie also wollen, dass Ihr Spiegelbild Leben sich ändert, müssen Sie sich zuerst ändern. Ihre Situation kann dabei noch so schwierig sein oder sogar aussichtslos. Das ist ohne jede Bedeutung, weil Sie ja jederzeit eine neue Ursache setzen können. Und die Schwierigkeit ist Vergangenheit. Jeder Augenblick wird so zu einer Chance zum Besseren. Indem Sie sich in der erfolgten Erfüllung erleben, laden Sie das Gewünschte in Ihr Leben ein und machen sich magnetisch für die Erfüllung. Dabei nutzen Sie die Macht des Glaubens und die Macht der Wiederholung. Das Imaginieren verbindet Sie mit dem Gewünschten, wenn Sie es meisterhaft anwenden. Also wie jemand, der das Ziel bereits erreicht hat. Das Imaginieren vom Ergebnis aus ist der Anfang aller Wunder. Und Sie ziehen schnell und zuverlässig in Ihr Leben, was es beinhaltet. Sie richten sich nicht mehr nach den Tatsachen, nach den Umständen, sondern schaffen sich die Tatsachen, die Sie brauchen und befreien sich so aus dem Gefängnis der Gegebenheit. Außerdem hat jeder eine innere Dimension, die den meisten aber nicht bewusst ist. Ihre Realität kann sich nur innerhalb dieser inneren Dimension manifestieren. Sie bestimmt, wie viel sich von etwas manifestieren kann. Was nützt ein Ozean an Fülle, wenn Sie nur einen Finger zum Schöpfen haben? Aber Sie können diese innere Dimension jederzeit erweitern. Der erste Schritt dazu ist,
sich bewusst zu machen, dass sie da ist. Sie entsteht durch unsere Lebenserfahrung und das innere Maß, das wir mitbringen. Diese innere Dimension wirkt wie ein Ventil. Wenn es nur etwas geöffnet ist, kann auch nur etwas durchfließen. Der Grad der Öffnung ihrer inneren Dimension ist abhängig von ihrer Überzeugung, denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Auch ihr Selbstbild bestimmt ihre innere Dimension. Wenn sie sich nicht wert fühlen, etwas Bestimmtes zu empfangen, können sie es nicht empfangen. Aber sie können jederzeit ihr Selbstbild, ihre Überzeugung und ihre innere Dimension ändern. Und im gleichen Augenblick wird alles möglich. Sie haben auch für alles ein inneres Bild. Für Gesundheit ebenso wie für Erfolg und Wohlstand. Für Beziehung ebenso wie für Glück und Erfüllung. Auch für Weisheit und Erleuchtung. Und diese inneren Bilder bestimmen unsere innere Dimension, können aber jederzeit bewusst geändert werden. Und damit wird diese neue innere Dimension Teil unseres So-Seins, unserer energetischen Signatur und damit unseres Dauerauftrags an das Leben. Alles, was nicht in diese innere Dimension passt, wird zurückgewiesen und kann sich nicht in unserem Leben manifestieren. Wandeln Sie ständig alle Aspekte Ihres Lebens in Ihr innewohnendes Ideal. Das beginnt damit, das, was ist, zunächst anzuerkennen. Denn ich kann nur etwas wandeln, wenn ich zuvor erkenne und anerkenne, dass es jetzt so ist. Wandeln Sie so alle Situationen, Ereignisse und Lebensumstände, Beziehungen und erleben Sie sich ständig als bewusster Schöpfer. Geben Sie dem Leben die richtigen Anweisungen. Und das geschieht mit den folgenden Schritten. Sie müssen es denken, sich vorstellen und glauben können. Sie sollten wissen, was Sie wollen, also Zielklarheit schaffen. Mit Ihrem Zauberstab Gedankenkraft geben Sie Ihrem Wunschtraum die gewünschte Form und mit der schöpferischen Imagination schaffen Sie sich ein konkretes Bild der Erfüllung. Sie halten Ihre Aufmerksamkeit gerichtet auf die gewünschte Erfüllung und nehmen das Gewünschte damit geistig in Besitz. Sie fühlen, dass es ist, mit Freude und Dankbarkeit. Sie treten bewusst ein in den, der es geschafft hat, der am Ziel ist. Und sie bleiben in der Energie der Gewissheit der Erfüllung, bis das Gewünschte zur Realität geworden ist. Sie achten natürlich darauf, nicht wieder abzubestellen und tun auch im Außen alles Notwendige, damit es geschehen kann. Nutzen Sie dabei die Macht der Wiederholung und praktizieren Sie die Kunst der Mühelosigkeit. Schaffen Sie auch die notwendigen Voraussetzungen. Sie kommen zu Bewusstsein und gehen so in die Schöpfungsvollmacht. Sie sorgen dafür, dass sie wirklich sympathisch sind. Sie optimieren ihr Selbstbild. Sie lassen alles los, was nicht mehr wirklich in ihr Leben gehört. Und treffen die richtigen Entscheidungen. Am besten lassen sie sich von ihrer inneren Weisheit führen. Praktizieren sie die Kunst des Herträumens. Und nutzen Sie die Macht der unwiderruflichen Entscheidung. Sie machen sich so
magnetisch für die gewünschte Erfüllung. Erkennen und verwirklichen Sie das innewohnende Ideal in allen Ihren Lebensumständen und leben Sie als Gewinner und machen Sie so Ihren Erfolg unvermeidbar, einfach indem Sie vorher nicht aufhören. Sie nehmen etwas Erwünschtes geistig in Besitz, indem Sie sich in der Erfüllung erleben, im erfolgten Erfolg, bis Sie ein starkes Gefühl der Freude und Dankbarkeit erfüllen. Halten Ihre Aufmerksamkeit auf die Erfüllung gerichtet und bleiben in der Energie der Gewissheit der Erfüllung, bis das Gewünschte zur Realität geworden ist. Leben heißt wählen. Und Ihre erlebte Realität zeigt Ihnen, was Sie gewählt haben. Nutzen Sie Ihre Schlüssel zur Macht und bestimmen Sie bewusst Ihre Zukunft. Gehen Sie ganz bewusst hinein in den, der es geschafft hat, der am Ziel ist. Damit ist die Erfüllung nicht mehr aufzuhalten und Ihr Erfolg wird unvermeidbar. Sie manifestieren ständig, auch wenn Ihnen das nicht bewusst ist. Das unbewusste Manifestieren ist die Hauptursache, warum viele unerwünschte Dinge und Umstände in Ihrem Leben geschehen. Ihre äußere Welt wird bestimmt von Ihrer inneren Welt, Ihren Gedanken und Überzeugungen, Ihren Gefühlen und Ihrer Energie. Vor allem Ihre dominierenden Gedanken, Gefühle und Überzeugungen bestimmen Ihr Leben, weil Sie entsprechende Ereignisse, Dinge und Umstände in Ihr Leben ziehen. Indem Sie Ihre innere Welt ändern, Ihr So-Sein, ändert sich entsprechend auch Ihre Außenwelt. Ohne diese innere Veränderung ist eine äußere Veränderung nicht möglich. Aber auch mentale oder emotionale Blockaden verhindern den gewünschten Erfolg, wenn sie nicht erkannt und aufgelöst werden. Denn das sind unerwünschte Energien, die unerwünschte Ereignisse in ihr Leben ziehen. Auch erfolgreiches Manifestieren beginnt mit dem letzten Schritt. Erleben Sie sich am Ziel, in der Erfüllung. Und fühlen Sie, wie sich das anfühlt. Dieses Gefühl des erfolgten Erfolgs und des erfüllten Wunsches ist die verwirklichende Kraft. Erfüllen Sie sich immer wieder damit und halten Sie dieses Gefühl mehrmals täglich, bis das Gewünschte zur Realität geworden ist. Damit bringen Sie Ihre mentale Energie und Ihre emotionale Energie in Einklang mit der Wunschenergie. Wichtig ist auch, dass Sie handeln als ob und sich auch so fühlen, damit Ihr Handeln nicht im Widerspruch steht zu der gewünschten Erfüllung. Wenn Sie das ganz bewusst 21 Tage wiederholen, erlebt Ihr Unterbewusstsein dadurch, dass es geschehen ist und wird alles tun, um diese innere Wirklichkeit auch als Realität zu manifestieren. So tun als ob heißt nicht, Geld auszugeben, das Sie noch gar nicht haben, sondern sich immer wieder in der Erfüllung zu erleben und zu fühlen, wie es sich anfühlt, am Ziel zu sein, es erreicht zu haben. Wenn Sie also etwas Bestimmtes verwirklichen möchten, stellen Sie sich vor, dass es bereits erfüllt ist. Sie sind ein permanenter Sender und ziehen ständig entsprechende Ereignisse in Ihr Leben und halten alles zuverlässig fern, was dem nicht entspricht,
auch wenn sie es sich wünschen oder ganz dringend brauchen. Alles, was sie denken, sich vorstellen und glauben können, das können sie auch verwirklichen, indem sie es geistig in Besitz nehmen. Unsere Gedanken sind ein wichtiges Schöpfungswerkzeug und geben der Zukunft die gewünschte Form. Aber die Macht der Verwirklichung liegt in unseren Gefühlen. Wir können vom Leben alles haben, was wir wollen, indem wir fühlen, dass es ist. Jedes Gefühl zieht ein entsprechendes Ereignis in ihr Leben. Wichtig ist nur, dass Sie das Gefühl der erfolgten Erfüllung halten, bis die Schöpferkraft das Werk vollendet hat. Die entscheidende Frage also ist: Hätte ich gern oder habe ich? Ehe Sie beginnen, muss das Werk bereits fertig sein, sonst brauchen Sie gar nicht erst anfangen. Das ist das ganze Geheimnis. Und jede Wiederholung verstärkt und beschleunigt den Vorgang der Manifestation. Eine entscheidende, wirklichkeitsschaffende Kraft ist Ihr Glaube. Denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Das heißt, das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Ihre Erfahrung folgt immer Ihrer Überzeugung. Und Ihre erlebte Realität ist ein Abbild der Summe Ihrer Überzeugungen. Wovon Sie überzeugt sind, erschafft das, wovon Sie überzeugt sind. Ihre Überzeugung, Ihr Glaube bestimmt auch, ob, was, wann, wie in Erscheinung tritt. Nutzen Sie auch die Macht des Dankens. Die ehrlichen Herzens erlebte und gefühlte Dankbarkeit ruft das in Erscheinung, wofür Sie dankbar sind, als Ihre erlebte Realität. Wenn Sie ehrlichen Herzens für etwas danken, zeigt das, dass Sie bereits erhalten haben. Danken ist das wirksamste Gebet, das immer erhört wird. Keiner wird je vergebens danken. Ihre gefühlte Dankbarkeit beweist den vollzogenen Glauben an das, wofür Sie dankbar sind, und lässt es so Realität werden. Mit der Macht der Dankbarkeit können Sie alles in Erscheinung rufen, wofür Sie ehrlichen Herzens danken können. Danke und dir wird gegeben werden. Machen Sie sich bewusst, dass Ihnen das Leben alles geben möchte, was Sie zum vollen Ausdruck Ihres Lebens brauchen. Und dass es nur noch auf Ihre Anweisungen wartet. Also geben Sie dem Leben die richtige Anweisung durch Danken. In dem Augenblick, wo Sie in der Energie sind, es ist vollbracht, ist es auf der Kausalebene bereits Wirklichkeit und muss sich als Realität manifestieren. Alles ist möglich und geht nicht, gibt's nicht. Damit kennen Sie das Geheimnis, wie man vom Leben alles, wirklich alles haben kann. Schauen Sie in den Spiegel Ihrer Lebensumstände und erkennen Sie, was zu tun ist, um ein erfülltes Leben zu leben. Leben Sie bewusst in der Faszination des Alltäglichen und erreichen Sie, was immer Sie wollen. Willkommen in der Wirklichkeit.